Ein schwer bewaffneter Ritter, der auf der Durchreise war, machte Rast in einem Gasthaus. Er brachte seinen Hengst für die Nacht in den anliegenden Stall. Nachdem er selbst gespeist hatte, wollte er sich um das Futter für seinen treuen Gefährten kümmern. Doch zu seinem Entsetzen stellte er fest, dass das wertvolle Tier gestohlen worden war. Wutentbrannt rannte er in die vollbesetzte Gaststube und schrie: "Dieser Gott erbärmliche Schuft, der mir meinen Hengst gestohlen hat, soll diesen umgehend wieder zurückbringen." Die Zornesröte stand ihm im Gesicht und wild schwenkte er sein Schwert umher. "Wenn nicht morgen früh mein Pferd wieder im Stall steht, bin ich zum Äußersten entschlossen. Dann werde ich etwas tun, das ich bis an mein Lebensende bereuen werde." Eingeschüchtert von diesen Worten flüchteten alle Anwesenden voller Angst und Schrecken. Am nächsten Morgen stand sein Pferd wieder angebunden an seinem Platz. Erleichtert fragte ihn der Wirt: "Doch sagt mir, was wäre dieses Äußerste, zu dem ihr bereit gewesen wäret?" "Dann hätte ich mir einen neuen Hengst kaufen müssen. Bei dem wenigen Geld, das ich zur Verfügung habe, hätte ich das mit Sicherheit mein Leben lang bereut."